Willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind hier in der Pyramide, haben schon einen Diastein gefunden. Wir brauchen drei Diasteine und müssen sie in die richtige Position einsetzen. Und jeder Diastein wird von gefährlichen Steinjumps bewacht und wir haben keine BP mehr. Ist nicht lustig. Ich glaube, die hatten nur Verteidigung 1, oder? Okay, dann versuche ich es mal. Was? Kein Steinjump? Okay. Mondstein! Sind wir jetzt bei Pokémon oder was? Juhu, Mondstein! Ich kann meinen Nidorina zu Nidoqueen entwickeln. Super. Oder mein Pummeluft zu Knuddeluft. Ein Sichelfeuermeerstein und sind staubtrockene Ruinen. Ein Asi. Wäre ja auch gelacht, wenn keiner käme, gell? Hammer! Ist ja voll der Hammer! Steinspalter! Boah, das macht einen Schaden. Das ist so geil. So, Mario, du hast jetzt die Aufgabe, den noch zu ownen. Yes, einer down. Ich bin jetzt zufrieden. Wir haben Verteidigung 1 und Angriffskraft 3. Die Wahrsagerin kommt uns zu Hilfe. Die macht einen Zauber auf uns und die Verteidigung steigt. Das ist gut. Jetzt macht er gar keinen Schaden mehr. Gelitten, mein Freund. Du hast gelitten. 3 Schaden, das war's. Leichter Kampf. Danke, Wahrsagerin, dass du uns geholfen hast. Ha, die geben auch verdammt viele Sternpunkte. Finde ich doch mal eine gute Sache. 44. Ich hoffe, wir kriegen noch ein Level up vor dem Final Boss hier in diesem Kapitel. Sonst habe ich schon ein bisschen Angst. Ich hätte schon noch gerne mehr Blütenpunkte. Also Ohrenpunkte brauchen wir im Moment nicht. Ich sehe da keinen Sinn drin, weil wir haben die geilsten Ohren an. Rest seien die nur Bullshit. Oder unnötig. Ach so, den Mondstein. Moment mal, wo müssen wir den einsetzen? Ganz rechts. Rechtsextremer Mondstein. So. Der andere muss dann ganz links. Ah, wo zur Hölle? Ist der letzte Schomp. Am Anfang waren doch noch Steinblöcke, gell? Wir müssen jetzt erstmal hier auf Suche gehen. Die sind noch alle besiegt, schön. Da war zum Beispiel einer, aber wie kommen wir da hin, verdammt? Ach so, okay. Kommen wir jetzt auch hin, wo wir hin sollen? Bäm! Ah ne, da ist nur so eine komische Puppe. Artefakt. Na super. Unnötig, like hell. Wir brauchen das Artefakt. Wofür ist das? Ein seltenes Fundstück aus den staubtrockenen Ruinen. Das wir darum machen können. Na gut. War hier noch ein Steinblock? Ey, Leute. Ja, hier war noch einer. Hier ist auch das letzte Artefakt. Nice. Da kommt da runter. Ey, komm auch mal runter. Der Pyrestein, ein dreieckiger Staus ist staubtrockene Ruinen. Der letzte Schomp. Kriegt gleich einen Hammer ins Face. Na gut, der nicht. Sei es drum. Drei Schadenspunkte. So lobe ich mir das. Du bist jetzt einkassiert und einer ist wieder weg. Einmal müssen wir jetzt hoffentlich kontern. Komm schon, das klappt. Verdammt, macht ihr viel Schaden. Das kann es doch nicht sein. Wir müssen noch einen Herzblock nochmal finden, um es aufzuheilen. Schon Bratpilz verschwendet im letzten Part. Also soll es doch bleiben. Verdammt. Diese Ketten, ohne die gehen mir auf den Sack. Oder Chomps, sind ja die kleineren Varianten. Verdammt viel Geld wieder mal. Der Ohren ist echt eine gute Sache, dieser Zahltag. Muss man sagen. So, jetzt haben wir alle Steine, alle Kristalle. Über den nur richtig einsetzen. Und dann kann es auch schon weitergehen. Ich frage mich allerdings, was sich dann öffnet. Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir diese Steine richtig einsetzen. Der fehlt noch, der Pyrastein, und sie funkeln. Bebt. Und es erhebt sich. Nein, Spaß. Aber es...
Oh, wir kommen weiter hinein, noch weiter in den Untergrund. Gruselig. Was erwartet uns da? Ein Herzblock? Die Musik wird strange. Ist hier schon der Final Boss? Natürlich ist er das. Es ist die letzte Mal, genug mit der Lacherei. Verschwinde sofort. Leute. Final Boss! Im zweiten Kapitel. Ich hab tierisch Angst. Der hat's in sich. Der ist wirklich sehr stark. Können wir die Ohren irgendwie noch changen? Power Downs werden wir brauchen. Stahlschild. Rabatt brauchen wir nicht. Nee, scheiße, okay, so. Ah. Vollsümpfer. Voll der spannende Fight! Wir haben die Warnung ignoriert. Jetzt geht's los. Da ist er. Ein sehr mysteriöser Boss. Die Sphinx. Ist es die Sphinx? Die Kettenumpsinx? Man weiß es nicht. Magic in the air. So ein Koopa ist es. Du hast eine unnötige Warnung ignoriert. Hast du denn nicht genug Hausverstand, um dich zu fürchten, davon zu laufen? Und was ist los mit dir? Spross, leg dich nicht mit Tut an, Koopa in der Tutanchamun, ja, ist klar. Die getreuen Diener von König Bowser. Ups, ich meine, du solltest bereuen. Fight. Geile Musik, ey. Bossfight. Und ich bin sehr angespannt. Das ist Tutan Koopa. Ist einer von Bowser's Sternen. Sein Auftrag ist es, einen der Sterne zu bewahren. Also danach kriegen wir wieder so einen geilen Stern. Ich hörte, er leidet. Ich glaube, Mama kriegen wir. Er leidet an einer Art Pharao-Komplex. Maxi ab! P30! Wieder Blooper in der Kanalisation. Angriffskraft 3. Verteidigung 0. Er greift an, indem er Panzer von dort oben herabwirft. Versuche in Abwehrhaltung zu gehen. In der Magie einsetzt. Seine magische Angriffskraft beträgt 2 und tut mächtig weh. Außerdem ruft er Chomps zu Hilfe. Sind ihn treu ergeben. Die Chomps verfügen über beachtliche Angriffskraft. Überlege dir genau, wen du zuerst angreifst. Tut er Cooper oder Chomp? Natürlich erstmal die Chomps loswerden. Es wird ein interessanter Kampf, Leute. Ihr habt's gehört. Ich überlege, wo wir heute anfangen. Wir haben keinen Angriff. Ja, Staupermark, kann ich drauf verzichten. Verdammt. Wollen wir schon mit einem Power-Hüpfer losstarten? Ja. Auf, Tutan Koopa! Ah, nur 4-mal getroffen, aber immerhin. Komm zum Fass, beiß die eine hier! Aus, aus! Böser Hund, böser Hund! Oh Mann, ey. So, den können wir jetzt auch scannen. Ich möchte mal wissen, was der für Wert hat. Chomp! Das ist ein Chomp. Ich bin mir sicher, du hast schon mal von Chomps gehört. Maxi, okay, 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 3! Bist du was Wahnsinn? Tschüss, was geht? Sie bestehen aus einem harten Material, das die meisten einen Angriff nicht mal kratzen. Ich hörte auch, dass ein Gerücht, dass die Chomps ein wenig sauer auf Tutan Koopa sind, weil er so schuften lässt. Aha. Ja, und nu? Ich würde sagen, wir greifen... Ne, mit einem Anti-V-Hit. Der geht durch die Verteidigung. Nice! Das machen wir. Tick! Nicht! 4 down! Wegen der Verteidigung. I love you. Anti-V-Hit ist einfach nur epic. 3 Schaden. Gay. Aber er hat nicht genug, Panzer. Irgendwann ist sein Panzervorrat zu Ende. Und was, Gubario macht, der lädt sich auf. Der lädt sich auf, Leute. Ja! Mehr Kraft sammeln. Für diesen Gegner... Das Blöde ist, wir hätten Hammerwurf ausrüsten sollen. Ich hab's mir fast gedacht, dass wir es gebrauchen hätten können. Okay, Powersprung. Powerhüpfer, meine ich. Ah, ich bin so schlecht.
Aber es geht auch auf Bosse nicht so lange, glaube ich. Ich Meister der Magie, sie staune. Oh mein fucking Gott, was machst du denn jetzt? Bist du wahnsinnig? Nein! Der Partner kann zwei Runden nichts machen. Ah, ich sag, das wird ein krasser Boss 2 und wir müssen die BP aufholen. Nee, mache ich mal nicht. Ich lasse es mal mit dem Powerhüpfer. Bäm! 20 hat er noch. Ein Drittel ist geschafft, Leute. Fassam! Nein, jetzt kommt noch so ein Chomp. Ey, Leute, es wird echt, das ist echt ein krasser Kampf. Genauso schwer wie der mit den Koopa-Brüdern. Nur, dass wir jetzt bessere Moves drauf haben. Wieder ein Anti-V-Hieb. In your face. Down. Also, die müssen wir erstmal loswerden. Geben auch noch extra Sternpunkte. Das ist nice. Good, get it! Assi. Verdammt. Erstmal hier wieder aufladen. Geil, geil, geil. Spannender Kampf. Take that. 18 hat er noch. Böp, Magic in the air. Oh man, lass doch mal meinen Partner in Ruhe, du Idiot. Macht aber nicht so viel. Ah, selbst getroffen. Honk. Jetzt liegt er unten. Jetzt können wir mit dem Hammer eins auf den Kopf hauen. Hammer time. Ne, wir machen Anti-V-Hieb, gell? Nee. Kostet mir zu viel. Hammer. So voll der Hammer hier. Take this. 4 Schaden. Das hat sich gelohnt, meine Freunde. Und wieder aufladen. Angriffskraft um 2 erhöht. Ah, was machst du? Es tut weh, du Assi. Ich bin der König der Riester. Schlecht nimm dies. Und normalen Ex... willst du dich selbst nochmal ownen? Was, Chomp? Na toll, jetzt müssen wir uns um den Chomp-Essen wieder kümmern. Kein Bock drauf. Kein Heil-Item verwendet. Das ist gut. Und wir haben noch die Erfrischung. Anti-V-Hieb, der epicste ever. Schwächt die Abwehrkraft des Gegners. So geil. Jetzt können wir uns aber nicht mehr aufladen. Also wir brauchen BP. Wenn nochmal ein Chomp kommt, muss ich einen Honigsirup schlucken. Down. Und du machst jetzt einen Angriff. Bitte Action-Kommando, klapp. Yes, es klappt! 16 Schaden! Super gemacht, Gumbario. Ich sag doch, Gumbario brauchen wir hier. The Freak is down! 33 Sternpunkte für diesen Fight. Und wir haben es super gemeistert. Nein! Kein Heil-Item verwendet. Super gemacht. Komm her, Choppy. Zu deinem Meister. Was machst du, böser Hund? Aus, aus, aus. Du hast kein Hundeleckerli mehr. Kein Frohlich, kein Frohlich. Oh Mann, was für ein Idiot. Ah, war das schön, epic. Aber ich fand den Fight doch ein bisschen schwierig, ja, bei den Koopa-Brüdern, aber da waren wir auch noch nicht so gut. Hat man wirklich noch nicht so viele Moves. Das ist jetzt Marma von... Das ist Marma. Oder? Das ist auf jeden Fall der Stern vom Super-Bonus-Modus aus Mario Party 5. Super-Bonus-Modus. Gibt's Smarma, ich bin gespannt. Bist du Marmar? Kapitelende im Gelände. So förderten Mario und seine Freunde das Geheimnis der staubtrockenen Wüste zutage. Tutankhamun, der böse Zauberer, hat seinen Meister gefunden und die edle Marma wurde befreit. Ich sag's doch, Marma ist der Stern. Ha, der Mario Party Freak weiß es natürlich. Doch warten noch viele gefährliche Abenteuer auf Mario. Das Schlimmste steht ihm noch bevor. Was bringt die Zukunft für Mario und seine Freunde? Wohin wird sie die Reise als nächstes führen? All das... später. Jetzt geht's erstmal wahrscheinlich wieder zu Peach, gell? Natürlich. Bowser kommt wieder. Oh, jetzt kommt diese geile Musik. Hallo, wie geht's euch, Prinzessin? Nichts hat mich glücklicher als Lächeln vor euch, Peach. Na, ich lächle wirklich, lol. Ich dachte, die hasst Bowser. Jetzt kommt's wieder. Einfach nur epic.
Der bejaht dich mit ziemlich schlechter Stimmung, du Monster. Alle meine Gäste sind deine Gefangenen. Du bist die größte Katastrophe, die jemals unser Königreich befallen hat. Ich sag dir was, ich werde herzlichen, wenn alles wieder so ist, wie es war, bevor du aufgetaucht bist, du Spast. Oh, das ist ganz schön viel verlangt. Ihr wisst, dass ich das nicht tun kann. Ich kann nur was anderes mit dir tun. Mario, sein, dieser Spast hat soeben die Kuba-Ruhe und Tuta-Kuba geschlagen. Gut, sie waren zwar absolut schwach von Spasten, die nix drauf haben, so Skills oder so, haben die nicht. Sie waren mir nur treu ergeben. Diese Nachkriegsbecklosigkeit kann ich Mario nicht verzeihen. Doch diesmal muss er sich die unbezwingbaren Tuba-Bluwa stellen. Naja, der Name hört sich ja lächerlich an. Die stärkste Kreatur, die ich kenne, macht mir. Ihr solltet Mario ganz schnell vergessen. Eure Boshaftigkeit. Wir haben ein Problem. Was ist los, kleine Gruppe? Was ist geschehen? Bist du völlig außer dir? Tuschel, tuschel, tuschel. Was? Der Stern ist aus Tuba-Bluwas Schloss gekommen. König Bowser. Bitte dämpft eure Stimmen, mit Prinzessin Peach kann euch hören. Ja, stimmt. Berichtet mir die Einzelheiten woanders. Und tschüss, Mann. Okay, was geht da ab? Irgendwas ist da schief gelaufen bei denen. Twink, hast du das gehört? Jedes einzige Wort der Stimmung ist gruselig. Hast du was gehört? Ja, Tuba-Bluwa hat dich unbezwingt, Mann, Alte. Das klingt nicht gut. Glaubst du, Mario kann dich auch gewinnen? Wir sollen versuchen, etwas über Tuba-Bluwa herauszufinden. Wenn wir etwas finden könnten, irgendetwas über eine Schwachstelle, könnte das für Mario die Rettung sein. Wo sind die? Dann gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir in diesem Raum bleiben, werden wir nie etwas in Erfahrung bringen. Okay, wir müssen etwas untersuchen, eine Schwachstelle vor einem unbezwingbaren Gegner angeblich. Aber all das im nächsten Part. Dann geht's hier wieder los mit Peach. Peach auf Erkundungstour. Schauen wir mal am besten im nächsten Part im Bowsers Tagebuch nach, was er da für einen Eintrag gestellt hat, was er wieder ein schönes geschrieben hat. Gibt's im nächsten Part. Peach wärmt sich schon mal auf am Kamin. Und bis dahin verabschiede ich mich euch von euch. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao. Das dürft ihr wahrscheinlich wieder nicht verpassen, denn wie dieser Mario einen unbezwingbaren Gegner besiegen können, das gibt's in den nächsten Part. Also bis dann, haut rein, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.